Jo, was geht, was steht, Leute? Kimmer Abenteuer Season 9. Oh mein Gott, was ist das? Ein Gameplay? Nein. Von ihm selbst? Das kann gar nicht sein. Das ist suspekt. Das kann gar nicht sein. Achtung, Spoiler, ich habe alle Kämpfer. Und wir spielen Super Smash Bros. Super Smash Bros. 4. Ich sehe jeden ab. Ein Meteor und du hast Dreck verkackt. Egal ob mit oder ohne Items, denn ich kam mit und ohne Fighten. Egal ob mit Mario, Kirby oder Pack. Ein Smash-Angriff und du fliegst aus der Map. Und wir ziehen jetzt Leute online ab. Die Aufnahme gerade ist abgebreakt. Ich habe gerade einen Kampf gemacht und ich werde euch nicht sagen, ob ich gewonnen oder verloren habe. Denn sonst wäre es ja scheiße, ne? Wäre nicht. Au, gegen Mario direkt. Ah, geil. Mario. Hallo, Mario. Oh, kein Delay. Was ist denn hier los? Jetzt seht ihr mal Competitive Playing vom Feinsten, Leute. Aber wenn ich rede, bin ich ein bisschen unkonzentriert. Fuck! Er macht diese Kacknub-Scheiße. Boah, fick dich, Mario. Ich bin Pac-Man. Wenn ich jetzt noch verliere, dann bin ich ein Ultra-Kacken. Zack, Pac-Man! Scheiß Pac-Man! Ey, Junge! Ey, was ist denn los? Ich kann nicht blocken und es ist verdammt schwer zu kommentieren und dieses Scheißspiel zu spielen. Ey, Junge, ich wollte das Gameplay zuckerig gestalten. Sprich, es sollte gut sein und nicht so scheiße schon wieder. Mann, fick dich, Mario! Zack! Ich bin Pac-Man! Waka, waka, motherfucker. Oh. Fick dich, Mario. Nein. Ich will, nein, Mario. Nein, ich will da nicht verlieren. Ey, warum treffe ich den Spasti denn nie? Ey. Ey, ich schwör's euch, ich kann nicht steuern, ne? Es geht grad gar nichts. Zack. Ey, Mario. Meine Fresse, krieg ich von dem Typ gerade aufs Maul. Ist ja nicht mehr feierlich. Mario! Nein, ey! Sick doch nicht, Junge. Übrigens ist es doch ein kleiner Delay da. Fällt mir jetzt erst auf. Wo ich so heftig aufs Maul bekomme. Ich habe auch kein Thema oder so vorbereitet. Das soll auch nochmal gesagt werden. Fick dich, Mario! Mann, sick! Tschüss, Mario! Bam, Junge! Da hab ich's, Junge! Oh mein Gott, okay, der Fight war irgendwie total behindert. Aber ich habe gewonnen. Es interessiert keinen, ob man, wie man gespielt hat. Der Sieger steht da. Und Waka Waka Mother, ihr wisst, was dann kommt. Pac-Man hat gewonnen, wie denn auch sonst. Und das war kein Grund, das hat sich nicht umsonst gereimt. Jetzt nehme ich mal hier, wen soll ich mal nehmen hier? Ich nehme mal Yoshi. Und werde dann noch einen Kampf hier gewinnen, quasi, ne? Gegen diesen No-Life da. Übrigens, ich bin besser als der. Ey, ich hatte nur einen schlechten Beginn, ne? Aber ich habe trotzdem gewonnen. Wer weiß warum. Weil Pac-Man einfach Pac-Man ist und er nimmt Mario wieder. Jetzt werdet ihr Competitive Gaming sehen. Und ich werde jetzt nicht so viel reden, weil es verdammt schwer ist, sich zu konzentrieren. Und dann noch dieser Kack-Delay. Es gibt ein Mindest-Delay von 0,25. Und das bei jedem Match. Das ist das Problem bei Offline-Spielern wie mir. Fuck, fuck. Boah, das war knapp. Ihr werdet wahrscheinlich das Knöpfe kloppen hören. Aber da kann ich leider nichts für. Fuck. Ja, der ist gut, aber das ist einer auf meinem Kaliber. Ich wünsche... Nein! Nein, 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 nein. Sick. Wir können die Hook machen. Boom. Fick dich, Mario. Das ist so eine richtige Kacknub-Scheiße in dem neuen Smash, wenn man nur das macht. Fuckt richtig ab bei Mario. Es kann sein, dass die Aufnahme gleich breakt, weil meine Kamera nur noch einen Strich hat. Aber ich werde noch den Kampf machen. Dann werde ich dieses wunderschöne Gameplay hochladen. Das Gameplay ist ja quasi Zucker, meine Freunde. Zucker. Mann, fick dich, Mario.
Ja, der wird gewinnen, weil ich gerade, weil ich komme noch nicht auf den Delay so gut, ich komme noch nicht gut auf den Delay klar. Und außerdem hat der kein Leben, der Typ. Das sind zwei Faktoren, die dafür sprechen, dass ich den Kampf nicht gewinnen werde. Guckt euch den mal an, wie der mit Mario spielt. Das ist doch nicht normal. Übrigens, der Alex, der LMS Clan TV, also der Member vom Werten, nein, oh ja, zweimal dumm runtergefallen, wird bald mit mir vielleicht auch mal was aufnehmen. Wer weiß, der Preis ist heiß und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich werde jetzt wahrscheinlich Millionen Dislikes bekommen, weil das erste Mal mit der Kamera abgefilmt wurde und weil das Gameplay Müll war, obwohl ich das Gameplay eigentlich Zucker machen wollte, aber ist ja auch egal. Bald werden wieder vernünftige Commentaries kommen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn nicht, dann nicht und ja, bla bla blub, ihr kennt den Rest und haut's da rein. Peace!